Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelly Stevens und ich bin Ihr virtueller Coach. Und das von shellystevens.com, wo wir Ihnen beibringen, wie Sie virtuell coachen, trainieren und präsentieren und wie Sie Ihre virtuellen Programme effektiv vermarkten. Heute möchte ich über Einladungen sprechen, nicht irgendwelche Einladungen, sondern über Webinar-Einladungen. Es kommt mir so vor, als würden diese zunehmen ohne Ende. Meine Zing-Event-Benachrichtigungsbereich zeigt mir an, dass ich über 450 verschiedene Einladungen habe. Und wenn ich raten müsste, würde ich sagen, dass über die Hälfte davon mit Webinaren zu tun haben. Also Webinar-Einladungen. Und wenn man schaut, wozu man eingeladen wird, worum es geht bei diesen Webinaren, kann man ganz klar feststellen, dass es verschiedene Kategorien gibt. Manche Leute halten Webinare, und zwar kostenfreie Webinare, um sich als Experte zu positionieren. Sie reden über Themen aus ihrem Know-how-Bereich und positionieren sich somit mit diesen Themen auf dem Markt. Andere halten wiederum Webinare, um direkt Produkte und Programme zu platzieren. Also sie reden direkt über ihre Angebote in den Webinaren und versuchen diese an den Mann zu bringen, Kunden an Bord zu bringen bei ihnen. Es gibt auch die kostenpflichtige Variationen, wo man vielleicht eine gesamte Webinarreihe aufsetzt mit einem gewissen Preisschild versehen und man versucht darüber Umsätze direkt zu generieren und um neue Einkommensquellen zu schaffen. Das sind nur drei Beispiele. Es gibt verschiedenste Szenarien. Was haben Sie allerdings gemeinsam als so übergeordnetes Dach? Was Sie gemeinsam haben, ist, dass Sie alle mit Educational Marketing zu tun haben. Auf Deutsch gesagt Bildungsmarketing. Das ist wichtig, dass Sie heute darüber Bescheid wissen, denn Bildungsmarketing ist eine sehr effektive Online-Strategie, die sowohl von großen Marken genutzt werden, wie auch von kleinen Einzelunternehmern. Und diese Bildungsmarketing-Ansätze betreffen nicht nur den Online-Präsentationsbereich oder Webinar-Bereich, sondern man kann diesen Trend beobachten im Bereich Social Media, in den Social-Media-Kanälen. Man sieht das im E-Mail-Marketing. Man sieht das auf Business-Plattformen wie Xing und LinkedIn, also überall, wo man da hinschaut, sind Ansätze von Bildungsmarketing, die strategisch eingesetzt werden, um bekannter zu werden, ein Image aufzubauen oder Kunden und Klienten anzuziehen. Und wir werden heute das Thema anschauen aus der Perspektive des Online-Präsentierens, weil das einfach ein Thema ist, ja, das ist auch einer meiner Bereiche, wo ich am gescheitesten weiß. Ja? Und wir wollen uns das anschauen. Sie sollten Folgendes wissen. Das Was, Warum und Wie von Educational Marketing oder Bildungsmarketing. So, Bildungsmarketing ist die Vermittlung von Informationen, aber auch von Botschaften, in der Regel auch letztendlich Werbebotschaften. Man macht es nicht umsonst, sondern man verfolgt ein geschäftliches Ziel. Und deswegen sind es Werbebotschaften. Dahinter stecken Produkte, Programme, wo man möchte, dass die Leute an Bord kommen. Oder ein geschäftliches Ziel, was vielleicht nicht ganz so direkt ersichtlich ist. Und um das auf den Punkt zu bringen, für das Beispiel Online-Präsentieren, es geht darum, der Online-Präsentator hält ein Webinar und lehrt ein etwas. Und die Webinar-Teilnehmer lernen was, nehmen was mit für sich. Das ist alles. Es geht um Kommunikation mit einem dahinterstehenden pädagogischen Konzept oder eine didaktische Kommunikation, könnte man sagen. Das ist das Was von Bildungsmarketing. Das zweite Thema war das Warum. Es geht eigentlich darum, warum macht man Bildungsmarketing heutzutage? Die potenziellen Klienten, Kunden, Seminarteilnehmer in der heutigen Welt, all die Leute da draußen sind wissensdurstig. Also sie kriegen nicht genug Informationen, trotzdem, dass es so viel auf dem Markt gibt an verschiedene Angebote, wo sie sich informieren können. Sie sind einfach hungrig danach. Ja? Sie sind hungrig nach
Lösungsansätze, die in ihr Leben eingesetzt werden können, sowohl in ihrem Privatleben wie auch in ihrem Berufsleben. Das wünschen sie sich, ja? Also Hilfe und Orientierung. Das hat sich so viel in der Gesellschaft verändert, die Menschen sind teilweise wirklich orientierungslos unterwegs und sie suchen dort Rat und Wegweiser. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und warum das für Sie vielleicht interessant sein könnte in Bezug auf Ihre geschäftlichen Ziele natürlich, ist, je mehr Sie dort auftauchen mit Antworten auf diese dringenden Fragen, indem Sie auftauchen mit Wissen, was Sie teilen, indem Sie auftauchen mit Erfolgsschlüssel und so weiter und so fort, für diese Personen, desto mehr werden Sie als Ihr Lehrer angesehen, als Ihr Coach, als Ihr Berater, als Ihr Lösungsanbieter. Und Sie machen das, weil Sie Beziehungen hoffentlich aufbauen mit diesen Personen, die in Ihrer anvisierten Zielgruppe sich befinden. Und Sie möchten sich als Experte unter Ihnen positionieren. Sie möchten diesen kennen, mögen, vertrauen Faktor aufbauen. So, ja, das wird ermittelt. Also Sie zeigen Ihre Persönlichkeiten in diesen Online-Präsentationen und bauen Vertrauen auf. Und das ist der Grund, warum man Bildungsmarketing im geschäftlichen Kontext betreibt. Und nicht letztendlich geht es darum, dass Sie nicht potenziellen Interessenten überzeugen oder hart überreden müssen, dass sie mit ihnen zusammenarbeiten oder ihr Produkt kaufen. Nein, das sollte ihr Leben einfach als Anbieter erleichtern, weil sie haben schon ihre Kompetenz unter Beweis gestellt, ihre Werte vielleicht gezeigt, ihre Persönlichkeit etc. Und sie müssen nicht so hart kämpfen um die Kunden- oder Klientengewinnung. Es kann einen natürlichen Lauf nehmen und die Leute werden automatisch interessiert und Interesse wird geweckt für eine Zusammenarbeit oder für den Bezug von ihren Produkten. Das ist der Warum. Jetzt gehen wir auf das Thema Wie. Also wie betreiben Sie Bildungsmarketing als Webinar-Vortragender, als Online-Präsentator, der oder die einen geschäftliches Ziel verfolgt. So, das A und O bei dieser Fragestellung ist Wert schaffen. Wert schaffen, das heißt auf Englisch Create Value. Dort müssen Sie schon sich im Vorhinein informieren, wenn Sie es nicht ohnehin schon wissen, was hat Ihre Zielgruppe als eine Herausforderung? Wo brauchen Sie Ihr Wissen, Ihr Know-how, um diese Herausforderungen zu begegnen? Wo hat Ihre Zielgruppe ein großes Problem in Ihrem privaten oder beruflichen Leben, was Sie nicht gelöst bekommen? Da ist eine Lücke. Sie brauchen von Ihnen vielleicht einen Prozess, den Sie durchgehen. Sie brauchen von Ihnen einen neuen Impuls, einen neuen Gedanken, um einfach aus dieser Blockade rauszukommen, wie auch immer. Aber Sie müssen zuerst wissen, wo entsteht der Wert, durch welche Wünsche und Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe, die Sie im Visier haben. Daher müssen Sie Ihre Zielgruppe gut kennen und diese Hintergründe verstehen. Das ist ganz wichtig. Auch was wichtig ist, finde ich, ist, dass Sie an die Sache herangehen, das Wie, Sie gehen an die Sache heran, mit einer aufrichtigen Haltung, Ihre Zielgruppe weiterbringen zu wollen, Ihre Zielgruppe helfen zu wollen. Also nicht, Sie wollen jetzt verkaufen und deswegen machen sich das Bildungsmarketing, weil das irgendwie ein Instrument ist, um das zu erreichen, was Sie wollen. Das ist natürlich klar, dass Sie geschäftliche Ziele haben und vielleicht auch wirtschaftliche Zahlen stehen im Hintergrund, aber meiner Erfahrung nach ist je authentischer und aufrichtiger Sie kommen mit einer Haltung, dass Sie jetzt lehren und Wissen übertragen und vermitteln, desto tiefergehender, längerfristiger Beziehung können Sie mit Ihrer Zielgruppe aufbauen, die sowieso zu Ihrem geschäftlichen Erfolg führen werden, irgendwann mal, wenn Sie dort mit Integrität auftauchen. Das ist das Wie. Und ein letzter Tipp in Bezug auf das Wie würde es so sich anhören, weil ich werde oft gefragt, ja, aber wenn ich ein Webinar halte oder eine Webinar-Reihe, eine Online-Präsentation,
ich möchte nicht mein ganzes Know-how geben. Also dafür sollten die Leute auch zahlen, es ist eine wertvolle Beratungsleistung. Sie haben einfach Angst und das ist klar, kann ich auch verstehen, dass sie zu viel hergeben, die ganze Kuh anstatt die Milch sozusagen. Und da gibt es einen Tipp, was ich Ihnen auf den Weg geben kann, ist, geben Sie das Was, das Warum, aber nicht das exakt Wie. Ja? Schon ein bisschen das Wie, aber nicht das exakte Wie. Und dann stellen Sie Ihre Zielgruppe zufrieden und Sie können dann Ihre eigenen Dienstleistungen, Ihre eigenen Produkte etc. weben hinein in Ihrem pädagogischen Konzept, in Ihre didaktische Kommunikation. Okay? Das Was, das Warum und das nicht das exakt Wie. Ja? Okay, also, das war heute das Thema Educational Marketing oder Bildungsmarketing und seine Nutzung im Bereich Online-Präsentationen oder im Bereich Einsatz von Webinaren. Ich hoffe, das hat Ihnen also Sie weitergebracht heute. Und wenn Sie mehr Tools und Werkzeuge brauchen, um Bildungsmarketing zu betreiben, würde ich Sie herzlich einladen, auf www.shellyastevens.com zu gehen. Dort können Sie meine Top 10 Ressourcen und Tools für virtuelles Coaching, Training und Presenting herunterladen. Dort sind auch jede Menge weitere Tipps drin über Online-Präsentieren, beispielsweise im Einsatz vom Geschäft. Und außerdem, wenn Sie auf dem Laufenden gehalten wollen über diese Videoblog-Beiträge, die ich drehe, wenn Sie sich für diese Ressourcen und Tools anmelden, halten Sie automatisch eine Anmeldung zu meinem monatlichen E-Newsletter und bleiben mit mir auf dem Laufenden über die gesamten Themen unter dem Dach virtuelles Coaching, Presenting und Training und wie Sie Ihre virtuelle Programme effektiv vermarkten durch meine magnetischen Marketingprinzipien. Ich bin Shelly Stevens, Ihr virtueller Coach und ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag. Bis demnächst. Tschüss!